In diesem Video möchten wir euch unsere Top 10 der versteckten Wi-Fi Spycams vorstellen. Wir zeigen euch die verschiedenen Anwendungszwecke und die Vorteile der unterschiedlichen Modelle. Lasst uns sofort mit dem ersten Produkt beginnen. Das ist die Lautsprecherkamera. Dabei handelt es sich um einen normalen Bluetooth-Lautsprecher, welcher eine versteckte Kamera besitzt. Dieser Lautsprecher lässt sich zusätzlich über die App drehen und somit bleibt euch kein Winkel im gesamten Raum verborgen. Doch beginnen wir mal ganz vorne. Von außen ein normaler Bluetooth-Lautsprecher inklusive WLAN-Anbindung, von innen modernste und getarnte Überwachungstechnik. Zudem lässt sich das Ganze über Smartphone steuern und überwachen. Bluetooth- oder auch WLAN-Lautsprecher sind mittlerweile aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und wie ihr seht, habe auch ich einige Lautsprecher auf dem Schrank stehen. Somit kann die Lautsprecherkamera an jedem Ort in der Wohnung zur Überwachung eingesetzt werden, ohne aufzufallen. Im Lautsprecher wurde eine hochauflösende 1080p Full HD Kamera mit 120 Grad Weitwinkelobjektiv verbaut, die sowohl bei Tag als auch bei Nacht für knackscharfe Aufnahmen sorgt. Durch das verbaute Mikrofon lassen sich in der Umgebung der Kamera beste Aufnahmen erzielen, die ihr aus der Ferne über euer Smartphone live mithören könnt. Mit der Loop-Funktion, einer dauerhaften Stromversorgung und einer bis zu 128 GB großen Speicherkarte könnt ihr nahezu unendlich aufnehmen. Sollte der Speicher der Karte aber einmal voll sein, so wird die älteste Aufnahme automatisch überschrieben. Somit ist die Kamera bestens geeignet, wenn ihr über einen längeren Zeitraum aufzeichnen wollt und sie wird keinen wichtigen Moment verpassen. Das Produkt lässt sich aber auch als ganz normaler Bluetooth-Lautsprecher verwenden und kann über jedes Smartphone oder Tablet Musik abspielen. Die Kamera wurde speziell für den Einsatz in größeren Räumen entwickelt. Das Spionagegerät kann überall im Haus eingesetzt werden und dank des Bewegungsmeldermodus startet die Aufnahme automatisch, sobald eine Bewegung erkannt wurde. In der App könnt ihr von überall aus auf der Welt das Live-Bild mitverfolgen, aber auch vergangene Aufnahmen ansehen und wisst so jederzeit, was zu Hause abgeht. Auch bei Nacht braucht euch keine Sorgen zu machen, denn es wurde eine spezielle Night Vision Kamera verbaut, mit der ihr auch bei völliger Dunkelheit bis zu 6 Meter weit sehen könnt. Über das Telefon lässt sich die Kamera auch drehen, indem ihr einfach nach rechts oder nach links wischt. So seht ihr rund um die Kamera und es bleibt euch nichts verborgen. Die App gibt es kostenlos im App und Play Store zum Downloaden. Es wird zudem eine Funktion geboten, dass ihr Aufnahmen manuell starten oder auch einfach nur in den Raum hineinhören könnt. Es lassen sich Schnappschüsse erstellen und ihr könnt das Bild zusätzlich in der Helligkeit anpassen. Außerdem gibt es eine Zwei-Wege-Kommunikationsmöglichkeit. Das bedeutet, dass ihr den Ton, den die Kamera aufnimmt, über euer Handy hören, ihr aber auch gleichzeitig in das Mikrofon eures Handys sprechen könnt und der Ton dann über die Lautsprecherkamera ausgegeben wird. Eine sehr spannende Funktion ist der Alarmmodus. Dort bekommt ihr eine Nachricht aufs Handy, sobald sich zu Hause jemand im Raum bewegt hat. Die Empfindlichkeit des Sensors lässt sich ebenfalls in den Einstellungen der Kamera ändern. Vergangene Aufnahmen lassen sich direkt auf eurem Smartphone abspeichern, des Weiteren befinden sich aber auch alle aufgezeichneten Momente auf der vorher eingesetzten Speicherkarte. Die könnt ihr dann ganz praktisch in den PC schieben und dort alle Aufnahmen auslesen. Die Kamera ist also ideal als Alltagsgegenstand getarnt. Sie liefert hochauflösende Bild- und Tonaufnahmen bei Tag und bei Nacht und sie bietet jederzeit Live-Aufnahmen über die App. Dort könnt ihr die Kamera zudem drehen, sodass kein Winkel unbeobachtet bleibt. Und diese tollen Funktionen machen die Lautsprecherkamera zum Nummer 1 Spionagegerät für zu Hause. Machen wir weiter mit dem nächsten Produkt, und zwar der Mini-Tischuhrkamera. Diese überzeugt durch ein sehr modernes Design und vielen Funktionen. Genaueres erkläre ich euch aber jetzt. Auf der Vorderseite wird neben der Uhrzeit das Datum, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit angezeigt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Kamera, die hier drin versteckt ist, ist eine Full-HD-Kamera, die mit 25 Bildern pro Sekunde aufzeichnet. Die App, die für die Tischuhrkamera benötigt wird, nennt sich TinyCam. Diese findet ihr kostenlos sowohl im Play als auch im Apple App Store. Auf der Oberseite der Mini-Tischuhr erörtern wir verschiedene Knöpfe zum Ändern der Einstellungen. Hier lässt sich beispielsweise durch ein Drücken auf den linken Knopf zwischen Grad Celsius und Fahrenheit wechseln. Nimmt man die Abdeckung auf der Rückseite ab, so verbirgt sich dort der Akku, der für eine reine Aufnahmezeit von mindestens 4 Stunden reichen sollte. Auch hier gilt, möchte man länger aufnehmen, beispielsweise während man im Urlaub ist, so muss man die Kamera mittels des im Lieferumfang befindlichen Ladekabels mit dem Stromnetz verbinden. Rechts unten unter der Abdeckung befinden sich dann die Knöpfe zum Ein- und Ausschalten, zum Starten einer Aufnahme und zum Zurücksetzen. Auf der gegenüberliegenden Seite findet schließlich der Ladeanschluss seinen Platz, welcher auch bei geschlossener Abdeckung weiterhin zum Laden sichtbar bleibt. An den beiden Seiten gibt es jeweils einen Lautsprecher, der unter anderem zum Wecken einer Person dient.
Auf der Vorderseite sieht man bei genauerem Hinsehen oben links die 1-Megapixel-Kamera, die zudem einen integrierten Bewegungsmelder-Modus hat. Auch vergangene Aufnahmen lassen sich über die kostenlose App im Nachhinein abrufen. Auch bei Nacht verpasst ihr nichts, denn dank des verbauten Nachtmodus könnt ihr im Dunkeln bis zu 6 Meter weit sehen. Ihr verpasst also garantiert keinen wichtigen Moment, denn zusätzlich wird euch die Option geboten, einen Alarmmodus zu aktivieren. Innerhalb weniger Millisekunden nach Erkennung der Bewegung bekommt man sofort bei aktiviertem Alarmmodus eine Nachricht aufs Handy und man weiß sofort Bescheid, was daheim abgeht. Bei vergangenen Videos besteht auch die Möglichkeit, diese sofort auf dem Mobilgerät abzuspeichern. Von außen mag man auf den ersten Blick meinen, dass es sich hierbei um eine ganz normale Powerbank handelt. Doch im Herzen des schwarzen Kastens befindet sich zudem eine versteckte Kamera, die hochauflösende Aufnahmen macht, und damit willkommen zum Spionage-Powerbank-Kamera-Video. In fast jedem modernen Haushalt ist auch eine Powerbank zu finden, da die Akkus der Smartphones meist nicht ausreichend groß sind. Viele mobile Akkus bieten auch eine Ladeanzeige. In dieser Anzeige unseres Spionagegerätes versteckt sich eine hochauflösende Full-HD-Kamera. Diese erstellt sowohl bei Tag als auch in dunkler Nacht klare Aufnahmen. Zudem wurde ein Fernmikrofon verbaut, welches qualitativ sehr gute Tonaufzeichnungen erstellt. Man hört durch dieses Mikro auch Geräusche, die etwas weiter entfernt von der Kamera sind. Die Tonaufnahmen werden immer kombiniert mit Bildaufzeichnungen. Einzelne Tonaufnahmen sind nicht möglich, da es ja hauptsächlich ums Bild geht. Mit der Loop-Funktion, einer dauerhaften Stromversorgung und einer bis zu 128 GB großen Speicherkarte könnt ihr nahezu unendlich aufnehmen. Sollte der Speicher der Karte aber einmal voll sein, so wird die älteste Aufnahme automatisch überschrieben. Somit ist die Kamera bestens geeignet, wenn ihr über einen längeren Zeitraum aufzeichnen wollt, und sie wird keinen wichtigen Moment verpassen. Die Kamera profitiert davon, dass es ein mobiler Akku ist, denn der 5000 mAh große Akku reicht für eine enorm lange Betriebszeit. Ihr kommt an 8 Stunden reine Aufnahmenzeit. Vorne befinden sich zwei USB-Anschlüsse, welche ebenfalls auch zwei Geräte gleichzeitig laden können. In der Mitte befindet sich der Micro-USB-Anschluss, um das Gerät aufzuladen. Mit der vollgeladenen Powerbank könnt ihr das neue iPhone 1,5 Mal und das neue iPad einmal aufladen. In der App könnt ihr von überall aus auf der Welt das Live-Bild mitverfolgen, aber auch vergangene Aufnahmen ansehen und wisst so jederzeit, was zu Hause abgeht. Auch bei Nacht braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, denn es wurde eine spezielle Night Vision Kamera verbaut, mit der ihr auch bei völliger Dunkelheit bis zu 6 Meter weit sehen könnt. Über die App lässt sich das Bild vollständig auf die gewünschten Einstellungen anpassen. Beispielsweise lässt sich doch zwischen Tag- und Nachtmodus manuell wechseln, die Belichtung ändern oder auch das Bild horizontal oder vertikal spiegeln. Außerdem gibt es die Zwei-Wege-Kommunikationsmöglichkeit, was bedeutet, dass ihr den Ton, den die Kamera aufnimmt, über euer Handy hören, ihr aber auch gleichzeitig in das Mikrofon eures Handys sprechen könnt und dann über die Powerbank-Kamera ausgegeben wird. Eine sehr spannende Funktion ist der Alarmmodus. Dort bekommt ihr eine Nachricht aufs Handy, sobald sich jemand im Raum bewegt hat. Die Empfindlichkeit des Sensors könnt ihr ebenfalls in den Einstellungen anpassen. Vergangene Aufnahmen lassen sich direkt auf eurem Smartphone abspeichern. Des Weiteren befinden sich aber auch alle aufgezeichneten Momente auf der vorher eingesetzten Speicherkarte. Die könnt ihr dann ganz praktisch in den PC schieben und dort sofort alle Aufnahmen auslesen. Passende Speicherkarten findet ihr ebenfalls in unserem Shop, also schaut dort einfach mal vorbei. Die Kamera ist also ideal als Alltagsgegenstand getarnt. Sie liefert hochauflösende Bild- und Tonaufnahmen bei Tag und auch bei Nacht und sie bietet jederzeit Live-Aufnahmen über die App. Und diese ganzen tollen Funktionen machen die Powerbank-Kamera zum Nummer 1 Spionagegerät. Als nächstes reden wir über eine Kamera, welche sich im Gehäuse eines WLAN-Routers verbirgt. Auch hier finden wir wieder ein wahnsinnig cleveres Design und ich kann euch wirklich garantieren, dass niemand dieses Ding als Kamera enttarnen wird. Keiner wird auf den Gedanken kommen, dass sich dort drin eine Kamera verstecken könnte. Auf der Rückseite befindet sich sogar ein LAN-Anschluss, an welchem man wirklich ein Internetkabel anschließen kann. Natürlich handelt es sich dabei nur um einen Dummy, also keinen echten Router, sondern wie gesagt um eine Attrappe. Zugegebenermaßen aber eine täuschend echte Attrappe. Der Router bietet auch wieder einen Nacht- und Bewegungsmelder-Modus, bedeutet also, dass die Kamera eine automatische Aufzeichnung startet, sobald in deren Sichtfeld eine Bewegung erkannt wurde. Dies ist eine sehr nützliche Funktion für den Urlaub, denn so wie sie immer, was daheim abgeht und es entsteht ein Sicherheitsgefühl.
So lässt sich ruhigen Gewissens der Urlaub genießen. Auch vergangene Aufnahmen lassen sich über die kostenlose App im Nachhinein abrufen. Die verbaute Cam nimmt in einer Full-HD-Auflösung auf mit einem Sichtfeld von 120 Grad und somit dürftet ihr definitiv keinen wichtigen Moment verpassen. Die App ist auch in diesem Fall wieder die gleiche, also die Pro iCam App. Auf der Rückseite lässt sich die Router-Attrappe über den Micro-USB-Ladeanschluss mit dem Strom verbinden und ihr könnt eine bis zu 128 GB große MicroSD-Speicherkarte einsetzen. Die Kamera muss im Übrigen nicht ein- oder ausgeschaltet werden, da sie immer aktiviert ist. Zudem muss man sich keine Sorgen um einen vollen Speicher machen, denn die Aufnahmen, die die Kamera macht, benötigen wirklich sehr wenig Speicher und dank der integrierten Loop-Funktion werden die ältesten Videos bei voller Speicherkarte durch die aktuellen Aufzeichnungen überschrieben. Im Fenster des Live-Bilds auf dem Handy habt ihr zudem nochmals die Möglichkeit, das Bild aufzuhellen, die Auflösung zu verstellen, das Bild horizontal oder vertikal zu spiegeln, ein Foto zu machen oder auch beispielsweise manuell ein Video aufzuzeichnen. Die WLAN-Router-Kamera ist also eine täuschend echte Attrappe, die zum Erstellen verdeckter Aufnahmen dient. Sie funktioniert sowohl bei Nacht als auch an hellen Tagen und wird zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis momentan rabattiert angeboten. Lasst uns als nächstes über die kleine Nachtlichtkamera reden, welche eine der unauffälligsten Gegenstände überhaupt ist. Eine Nachtleuchte in der Steckdose ist heutzutage nichts Außergewöhnliches, daher wird wohl niemand auf die Idee kommen, dass sich im Inneren eine hochauflösende Full-HD-Kamera befindet. Logischerweise gibt es natürlich einen Nachtsichtmodus, der in völliger Dunkelheit sogar bis zu 6 Meter weit sehen kann. Auch hier lassen sich alle Aufnahmen im Nachhinein über die kostenlose App, die es im Play und App Store gibt, ansehen. Das Nachtlicht bietet eine MicroSD-Unterstützung von bis zu 128 GB. Größer sollte die Karte nicht sein, da sonst die Gefahr besteht, dass die Speicherkarte nicht akzeptiert wird. Der Bewegungsmelder-Alarmmodus kann euch nachts wecken, wenn die Kamera eine Bewegung erkannt hat. Es ist also durchaus sinnvoll, die Leuchte im Flur anzubringen, damit ihr rechtzeitig wach seid. In Gefahrensituationen ist das sehr interessant, denn euch bleibt genügend Zeit zu reagieren. Auf der Unterseite befindet sich mittig platziert ein Knopf, mit welchem ihr die Lampe ein- und ausschalten könnt. Übrigens, egal ob das Licht an oder aus ist, die Kamera funktioniert immer. Zusätzlich ist ein kleiner Lautsprecher verbaut, durch den die sogenannte Zwei-Wege-Kommunikation möglich ist. Bedeutet also, ihr könnt zwar den Ton über euer Smartphone hören, doch mit der Person, die sich im Sichtfeld befindet, reden, da die Leuchte einen Lautsprecher auf der Unterseite hat, über welchen der Ton ausgegeben werden kann. Zur Gegensprechfunktion muss die Mikrofontaste in der App gedrückt bleiben. Im Fenster des Live-Bildes habt ihr zudem nochmals die Möglichkeit, das Bild aufzuhellen, die Auflösung zu verstellen, das Bild horizontal oder vertikal zu spiegeln, ein Foto zu machen oder auch beispielsweise manuell ein Video aufzuzeichnen. Auf der Unterseite befinden sich ein Knopf, mit dem das Licht ein- und ausgeschaltet werden kann. Die Kamera muss im Übrigen nicht ein- und ausgeschaltet werden, da sie immer aktiv ist. Zudem muss man sich keine Sorgen um einen vollen Speicher machen, denn die Aufnahmen, die die Kamera macht, benötigen wirklich sehr wenig Speicher und dank der Loop-Funktion werden die ältesten Videos automatisch bei voller Speicherkarte durch aktuelle Aufzeichnungen überschrieben. Die Nachtlampe ist also ein sehr nützlicher und vor allen Dingen unauffälliger Gegenstand, welcher zum Erstellen verdeckter Aufnahmen dient und somit zusätzliche Sicherheit in den eigenen vier Wänden bietet. Das Ladegerät, das wir euch jetzt zeigen möchten, gehört ebenfalls zu den Bestsellern aus dem Shop. Es überzeugt zudem durch eine extrem einfache Handhabung, was für mich beispielsweise immer eine Rolle bei einem Kauf spielt. Auch hier lässt sich gleichzeitig wieder ein Handy oder ein Tablet laden, während die Kamera aufzeichnet. Wie alle bisher vorgestellten Modelle besitzt auch die Kamera im Ladegerät einen Bewegungsmeldermodus, der dafür sorgt, dass die Aufnahme automatisch beginnt, wenn eine Bewegung im Sichtfeld der Kamera erkannt wurde. Das Design ist sehr schlicht gehalten und somit auch die Bedienung extrem einfach und vor allen Dingen für jedermann verständlich. An der Seite des Laders befindet sich eine kleine Abdeckung, die nach oben geschoben werden muss, um an den Schlitz der Speicherkarte zu gelangen. Vor Inbetriebnahme muss doch die Speicherkarte eingesetzt werden. Beim USB-Ladegerät werden Speicherkarten von einer Größe bis zu 128 GB unterstützt. Auf der glänzenden Vorderseite ist unten in der Mitte eine Überwachungskamera versteckt. Diese nimmt in einer Full-HD-Auflösung auf, was wirklich scharf ist. Bei Nacht kann die Kamera bis zu 6 Meter weit sehen, somit spielt es beim Ladegerät keine Rolle, ob es Tag oder Nacht ist. Der integrierte Alarmmodus schickt, insofern er aktiviert ist, sofort eine Nachricht aufs Smartphone, wenn eine Bewegung innerhalb des Sichtfeldes erkannt wurde.
Da es sich hierbei ebenfalls um eine Wi-Fi-Kamera handelt, ist es außerdem möglich, die Aufnahme von der Ferne aus anzusehen. Bevor dies aber möglich ist, muss die Kamera bei der Einrichtung mit dem WLAN verbunden werden. Mit der Pro iCam App lassen sich dann alle Aufnahmen ansehen und weitere Einstellungen an der Kamera tätigen. Beispielsweise habt ihr immer die Möglichkeit, das Bild aufzuhellen, es zu spiegeln, den Ton zu hören, den die Kamera aufnimmt und vieles mehr. Wie ihr gerade schon erfahren habt, bietet die Ladegerätkamera ein integriertes Mikrofon, welches euch nicht nur ein Bild, sondern somit auch Ton liefert. Ihr seht also nicht nur daheim, was abgeht, sondern könnt es auch gleichzeitig hören. Der USB-Anschluss auf der Unterseite ist ein Schnellladeanschluss. Der riesige Vorteil dadurch: Euer Handy oder Tablet wird in deutlich kürzerer Zeit geladen im Vergleich zu normalen Handy-Ladegeräten. Ihr merkt also, dass ihr hier sehr, sehr viel geboten bekommt. Das wohl kleinste Gerät in diesem Video ist unser Kameramodul. Es eignet sich perfekt, um es zum Beispiel zwischen den Blättern einer Pflanze zu verstecken und von dort aus unbemerkt Aufnahmen machen zu können. Dank der Wi-Fi-Funktion könnt ihr von überall aus auf die Kamera zugreifen und das Live-Bild von eurem Smartphone oder Tablet aus sehen. Auch diese Kamera ist eine Full-HD-Cam. In den kleinen schwarzen Kasten steckt ihr die MicroSD, die in diesem Fall bis zu 128 GB groß sein darf. Zudem besitzt auch die Kamera wieder die magische Loop-Funktion, die eine endlose Aufnahme möglich macht. Sobald die Karte voll ist, wird die älteste Aufnahme überschrieben und durch die neue, aktuelle Aufzeichnung ersetzt. Doch was bringt mir eigentlich hier die WLAN-Funktion? Diese Funktion ermöglicht es, in Echtzeit auf das Bild der Kamera zuzugreifen und das von überall aus auf der Welt. Ein kurzes Beispiel: Ich fahre in Urlaub und verstecke zwischen meinem Kissen auf der Couch die Minicam. Während ich in Urlaub bin, kann ich über mein Smartphone oder auch auf meinem Tablet das Live-Bild in meinem Wohnzimmer mitverfolgen und so jederzeit überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Sollte die Kamera allerdings eine Bewegung in meinem Wohnzimmer erkennen, so bekomme ich sofort eine Benachrichtigung aufs Handy. Ich kann also dank der Kamera alles überprüfen und ich kann ruhigen Gewissens meinen Urlaub weiterhin genießen, ohne mir Sorgen um mein Zuhause machen zu müssen. Beim Kameramodul gibt es eine tolle Funktion, die sich Alarmmodus nennt. Schaltet ihr diese ein, so erhaltet ihr sofort eine Benachrichtigung und eine E-Mail, dass sich etwas bewegt hat. Es ist also ähnlich wie der Bewegungsmeldermodus. Ihr könnt in den Einstellungen zusätzlich programmieren, wann sich der Alarmmodus aktivieren soll. Beispielsweise soll er sich um 22.30 Uhr automatisch aktivieren und morgens um 7 Uhr ausgeschaltet werden. Und nur zwischen der eingestellten Zeitspanne bekommt ihr Benachrichtigungen, in der anderen Zeit ist er ausgeschaltet. Bei der Nummer 8 reden wir über eine Wandlampe mit versteckter Kamera. Auch die Wandlampe wird höchstwahrscheinlich niemand als Kamera enttarnen, daher eignet sie sich perfekt, um verdeckte Bild- und Tonaufnahmen zu machen in den eigenen vier Wänden. Da es sich ebenfalls hierbei um eine Wi-Fi-Kamera handelt, besteht zudem die Möglichkeit, die Kamera mit eurem Smartphone oder Tablet zu verbinden und darüber das Bild live aus der Ferne zu betrachten. Durch ein einfaches Einstecken an die Wanddose habt ihr die Lampe im Handumdrehen montiert. Sobald aufgezeichnet wird, speichert die Wandleuchte das Video automatisch auf der vorher eingelegten Speicherkarte. Doch ihr habt auch die Möglichkeit, das auf der SD-Karte abgespeicherte Video auf eurem Smartphone zu sichern. Durch den vollautomatischen Aufnahmemodus zeichnet diese nämlich eigenständig auf, wenn eine Bewegung im Sichtfeld der Kamera erkannt wurde. Die Kamera ist auf der Vorderseite verborgen. Sie bietet eine Nachtsicht von bis zu 6 Metern, weshalb es keine Rolle spielt, ob es hell oder dunkel in der Umgebung ist. Sie nimmt in einer HD-Auflösung mit 25 Bildern pro Sekunde auf. HD ist ordentlich scharf und bietet zudem den Vorteil, dass die Aufnahmen keine Unmengen an Speicher fressen. Die Kamera hat einen 120 Grad Weitwinkel, durch welchen man sehr viel auf den Aufnahmen sehen kann. Bewegungsmelder und Alarmmodus sind selbstverständlich auch hier wieder dabei. Auch diese Kamera lässt sich mit einer App verbinden, wo ihr dann die Aufnahmen einsehen oder auch das Bild anpassen könnt. Das Interessante ist aber auch hier wieder der Alarmmodus, der euch zur Verfügung steht. Hier benutzt ihr die Pro iCam App. Die Kamera in der Wandleuchte nimmt in einer HD-Auflösung auf. Im Vergleich zu den vorherigen Produkten ist das zwar etwas niedriger, aber immer noch völlig ausreichend für ein klares Bild bei Tag und auch bei Nacht.
In der App könnt ihr schließlich dann die Aufnahme sofort auf eurem Gerät absichern. Auf der Nummer 9 haben wir eine Tischuhr, die euer Handy kabellos laden kann. Das sind aber noch lange nicht alle Funktionen von der Nummer 9 und auf der Nummer 10 haben wir eine LED-Kameralampe, die auch wieder drehbar ist. Möchtet ihr allerdings mehr dazu erfahren, dann schaut doch einfach mal auf unserem Blog vorbei, denn dort haben wir beide Geräte ausführlich erklärt. Den Link zum entsprechenden Artikel findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns somit bald wieder. Danke fürs Zusehen und ciao.